Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ja, es geht wieder hier weiter bei Sims 4 und ich habe mittlerweile ein bisschen Pause gemacht. Ich meine, für euch kam es eigentlich nicht vor wie eine Pause, weil ihr ja im Grunde jeden zweiten Tag eine Folge bekommen habt. Das heißt, für euch sah es eigentlich nicht so aus, als hätte ich eine Pause gemacht. Aber für mich schon, da ich einige Tage lang jetzt nichts aufgenommen habe, da ich ja sehr viele Folgen im Vorhinein aufgenommen habe. Und ja. In der letzten Folge haben wir dann feststellen müssen, dass ja hier wieder ein ziemlicher Fehler aufgetreten ist. Und zwar der, den wir ja schon kennen. Nämlich, dass unsere lieben Sims im Arbeitsmodus festhängen, weil man sehe hier, die gute Maria schläft im Bett. Allerdings ist es seltsam, dass sie trotzdem immer noch im Arbeitsmodus festhängt, obwohl sie eigentlich mitten, also obwohl sie eigentlich im Hause ist. So, und ich meine mit ist nicht essen, sondern ist mit Dasein. So, ja. Die beiden Kids sind auch da, hängen ebenfalls im Schulmodus fest, also quasi in der Schule. Er ist aber wirklich bei der Arbeit, glaube ich, weil es ist ja 1934, ja, er hat um 16 Uhr oder 17 Uhr begonnen, glaube ich, und müsste eigentlich rein theoretisch bis 21 Uhr oder sowas arbeiten. Nein, bis 1 sogar, bis 1, um 16 Uhr hat er begonnen, okay. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir starten mal los und versuchen unsere Leute irgendwie aus dem Arbeitsmodus zu befreien, wobei, wenn die jetzt alle schlafen, dann kann ich ja im Grunde nichts machen. Das heißt, ich muss erstmal warten, bis Erik wieder nach Haus kommt. Nee, nicht Erik, René, Entschuldigung. Bis der René wieder nach Haus kommt, denn René ist ja im Moment bei der Arbeit. Aber vielleicht, ja, vielleicht wachen die anderen mal so zwischendurch auf, noch bevor er aus der Arbeit kommt. Dann können wir mit denen schon mal reisen. Okay, also dann, ich würde sagen, es geht los. So. Gut. Leider kann es sein, dass hier das Bild manchmal ein bisschen ruckelt. Das liegt leider an Fraps, nicht an mir. Obwohl das Spiel eigentlich so gebaut worden ist, dass selbst schwächere PCs spielen können. Und meiner ist ein ziemlich starker PC eigentlich. Da frage ich mich, warum das eigentlich immer noch ruckelt. So ein Gericht nehmen. Okay, sie hat Hunger. Okay, das darf sie mal. Das darf sie mal machen. Sie darf sich jetzt erstmal was zu essen holen. Und erstmal was futtern. Die Energie ist natürlich noch nicht ganz da, aber im Grunde, sie hat ja nur ein Nickerchen gemacht. Sie hat ja nicht ganz geschlafen. Deswegen, ja. Es fällt mir gerade auf, da sollte ich vielleicht noch ein paar Bilder anhängen. An die so, Bilderchen, was haben wir denn da Schönes? Ja, ich weiß nicht, ob wir das Bild schon haben, aber das gehört einfach dazu. Im Grunde sage ich mal so, dass ja, sieht auf jeden Fall sehr noch Essen aus. Das können wir vielleicht auch noch machen. Das wird das daher hängen. So. Und das reicht auch schon. Das reicht auch schon. So. Was haben wir da? Im Büro hängen gar keine Bilder, oder was? Ach du Schande. Ach du liebe Schande. Ich habe im Büro keine Bilder aufgehängt. Das ist ja furchtbar. So, okay. Sie ist jetzt mal noch gemütlich, hat eigentlich schon so gut wie fast keinen Hunger mehr. Bisschen dauert's noch. Dann können wir mit ihr schon mal reisen. So, ich glaube, immer wenn ich schlucke, dann hört man das irgendwie, weil ich ja das Rauschen vom Mikrofon entfernt habe durch Audacity, was ich ja jetzt seit neuestem auch verwende, um meinen Kommentar aufzunehmen.
Das heißt, ich nehme mit Fraps nur mehr den Ingame-Sound auf, weil ich habe eben herausgefunden, oder naja, eigentlich schon viel früher, aber ich wollte es früher nicht machen, weil mir das irgendwie zu umständlich war. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß die Wand an und schmeiß dich einfach drüber über das Ding. Und ja, jetzt habe ich mir einfach gedacht, okay, weißt du was, nimmst du einfach das Kommentar mit auf, das sieht ja auf, dass du einfach mal das Rauschen entfernen kannst und es funktioniert. Und ich hoffe, ihr seid noch froh drüber. So. Gut, sie ist dann bevor am Futtern, ist aber wahrscheinlich gleich fertig. Wahrscheinlich noch der letzte Happen. Oder? Der letzte Happen wahrscheinlich und dann ist der Teller leer. Komm. Stopfe die rein. Stopfe die rein, Mädchen. Oder Mutter oder keine Ahnung. Ach, ist doch egal. So, stopfe es hier einfach rein und gut ist. Na komm. Alter Vater, das dauert aber lang mit der. Die genießt das hier richtig. Der möchte wahrscheinlich den Geschmack noch richtig so wahrnehmen. So, das schmeckt wie, oh, keine Ahnung, wie leckeres Tofu. Naja, gut, jetzt ist sie fertig. Jetzt geht sie erstmal abspülen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir auf jeden Fall mal auf Reisen. Da würde ich mal sagen, Reisen. Nein, jetzt nicht. Nicht das jetzt, sondern. Nee, Urlaubstag? Nein. Reisen. So. Reisen, bitte reise mit mir. Und zwar in den Park. Ja, wie üblich der Park. Der Park wird's werden. Weil der Park ist ja eigentlich der Idyllsort. Der Ort, wo man wirklich viel Idylle hat. Der Ort, wo alles ein bisschen schöner ist. Umgeben von Pflanzen, umgeben von Blumen, umgeben von schönen Leuten, aber auch von hässlichen Leuten. Nein, Spaß, keiner ist hässlich. Nicht mal ihr seid hässlich da draußen. Nein, jeder ist schön. Voilà! Da sind wir auch schon im Park. So, 128 Euro hat Maria heute von der Arbeit mitgenommen. Ja, das wissen wir bereits aus der letzten Folge. Seltsamerweise, nein, du wirst jetzt kein Buch lesen, du wirst wieder zurückgehen nach Hause. Ja, da kannst du lachen, so viel du willst. Gut, Maria, auf geht's, ab nach Hause. So, es ist hier mal aus dem Arbeitsmodus befreit. Ich hoffe, das hält auch. Aber wahrscheinlich sowieso nicht. Ich kenne meine Pappenheimer da draußen. Hallo. So. Demnächst wird es eine kleine Überraschung geben für alle diejenigen, die gespannt sind, was es für eine sein wird. Ich sage leider noch nichts, aber vielleicht kommt ihr von selbst drauf. Es ist auf jeden Fall eine Seite, die relativ stark in der Kritik steht, aber ja, vielleicht wisst ihr es schon, welche ich meine. Und auf der wird jetzt demnächst gestreamt. Zumindest habe ich es mal vor, meinen ersten Stream dort zu machen und nicht auf YouTube, um mal das Ganze auszutesten, aber ja. So, der gute Erik ist auf jeden Fall schon wach und er nimmt sich erstmal was zu futtern. So, ich würde mal sagen, die Hygiene lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Das heißt, Maria sollte auf jeden Fall mal Hygiene machen und dann vielleicht unter anderem noch ein bisschen fernschauen, während Erik hier erstmal isst. Ja, das muss auf jeden Fall sein, weil der hat Hunger. Und dann gehen wir mit ihm auch mal auf Reisen. Und nein, ich bin kein Hot-Fetischist oder so oder sonst was, warum ich die Pixel da entfernt habe mit einer Mod. Nein, denkt nicht das, was ihr gerade denkt, und denkt das, was ich denke. Nämlich, es sieht einfach besser aus, wenn hier keine Pixel entstehen. So, ja, sie ist auch schon wieder da. Will ihren Ding erstmal umarmen, ihren Bruder, aber das kann sie auch später machen. Denn jetzt wird hier erstmal auch gereist. Und zwar. Nein, verdammt. Ich wollte hier noch den Kanal einschalten. Verdammt. Okay, das ging sich nicht mehr aus. Gut, naja, der wird schon selbst wissen, was sie tun muss. Vielleicht legt sie sich gleich wieder ins Bett. So.
Ja, meine kurze Frage in die Runde. Wie gefällt euch eigentlich mein Projekt The Sims 4? Wie gefällt es euch bis jetzt? Gut oder schlecht? Oder sollte ich was besser machen? Soll ich was anders machen? Schreibt mir in die Kommentare, bitteschön. Es würde mich. Alter Vater, was machen die jetzt davon? Garul? Swear! What? Warum ist sie hier vor mir? Achso, Selina Corleone. Alter, die sieht aus. Die hat doch eine Ähnlichkeit mit Maria, oder etwa nicht? Naja, außer. Uah. Außer die Brille. Die gehört weg. Und ein bisschen andere Augen. Weil die sieht aus wie eine. Chinesin. Naja, ich habe nichts gegen Chinesen, ne? Aber im Grunde, die sieht echt aus wie die, ne? Mit Brille auch noch dazu. Alter, jetzt habe ich mir. Jetzt habe ich echt schon fast gedacht, das wäre Maria. Aber nein, das ist sie nicht. Gut, hätte mich auch. Aber. Jetzt frage ich mich aber doch ernsthaft, warum beginnt die gleich mit der zu quatschen? Das, nee. Das ist zu verwirrend, tut mir leid. So, Rosine, du gehst ja erstmal weg, weil das ist mir einfach zu verwirrend. Das ist mir zu verwirrend, wenn du da mit einer Dame abhängst und nicht mehr kennst, Junge, Mädchen. Das, nee. Das geht mal gar nicht. So. Wie schon gesagt, ich würde mich freuen über Kommentare, wie euch das Projekt bis jetzt gefällt. Oder gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Spiel vielleicht ein bisschen schmackhaft machen oder ein bisschen näher bringen. Für diejenigen, die ja das Spiel noch nicht kennen oder noch nicht gespielt haben, vielleicht haben sie es auch mittlerweile gekauft, ich weiß es nicht. Jedenfalls, mich würde es interessieren, wie ihr euch das Projekt vorgestellt habt, beziehungsweise ob ihr euch das genau so vorgestellt habt, wie ich es spiele oder anders und wie es euch gefällt Oh, und bin keine Ahnung voll! was für Kuckuck. Keine Ahnung. Sagt mir einfach, wie es ist. So, ja, jetzt muss ich erstmal den Teller da kommen. So, den Teller erstmal in die Gesch in den das Waschbecken rein. So. Dann wirst du erstmal was essen. Die Hausaufgaben musst du auch noch machen. Mädchen, Mädchen, du hast da noch was vor dir. Sollst du alles machen? Na komm, jetzt geh halt. So, genau. Und er? Ja, hier? Ja, er braucht auf jeden Fall Spaß. Den darf er sich jetzt aber auch mal gönnen. Gut. Während sie fast keine Energie mehr hat. Das heißt, sie kann auf jeden Fall mal schlafen gehen. Sie hat keine Energie mehr. Ich darf erstmal schlafen gehen hier in Ruhe, während ihr Spaß habt. Yo, befördert zur Leiter der Tellerwäscher. Sehr schön. René ist wahrscheinlich wieder zu Hause, oder nein, noch nicht. Nein, also, naja, doch, doch, er müsste eigentlich zu Hause sein. Rein theoretisch ist es 1 Uhr. Das heißt im Grunde, er müsste bald hier auftauchen auf der Straße. Und, wo ist er? Wo ist er? Na komm schon. Alter, was dauert denn das so lang? Ist er eingeschlafen mitten am Weg oder was? Sag mal. Juhu, komm mal. Okay, immer noch bei der Arbeit. Der macht dann schon Überstunden. Der macht Überstunden. Interessant. Naja, gut. Energie hat er keine mehr fast. Gut, das wird wahrscheinlich so enden, dass er wahrscheinlich gleich, wenn er noch rauskommt, wird er wahrscheinlich ins Bett fallen. Das heißt, ja. René hat 0 Euro verdient, aber heute bei der Arbeit schlechte Leistung. Aber heute bei der Arbeit eine schlechte Leistung abgeliefert. Alter. Was ist in dich gefahren, ey? Was hast denn du verbrochen, dass du so schlecht abgeschnitten hast? Naja, okay, was denn was? Du nimmst dir jetzt auch mal was zu essen. Weil das muss sein. So, die Blase musst du dann auch noch entleeren. Hygiene musst du machen und dann geht's ab in die Haia. Das ist auf jeden Fall mal notwendig. So. Die gute Rosine. What? Was war das? Was war das jetzt bitte? Du hast irgendwas gesagt und mittendrin abgebrochen. Das fand ich gar nicht gut. So, Hausaufgaben müssen erledigt werden, junge Dame. Hausaufgaben musst du machen. So, gut. Ja, lass dich jetzt nicht ablenken, ey. Lass dich nicht ablenken von Erik.
Also, nee, nicht von Jan René. Das verwechseln ich die beiden auch schon. Den habe ich an. Obwohl ich denen ein unterschiedliches Gesicht gegeben habe, wechsle ich die ständig, weil die irgendwie dieselbe Figur haben. Naja, was soll's. So, ja, er muss auf jeden Fall mal. Ja, er kann auf seinen Ding gar nicht zugreifen, ist klar. So, gut, jetzt ist aber genug gespielt, Freundchen. Jetzt gehst du erstmal auf Reisen. Tenoba, Kipuna, Spoonal Absip, Nelfig. So. Er kann sie mal unterstützen, wenn er es überhaupt macht, so. Ich hoffe, er macht's auch. Das wäre natürlich scheiße, wenn er es nicht machen würde. So. Na komm. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und, komm schon. Zeig mir den Park jetzt. Zeig mir den Park. Juhu. Jawohl. Sehr schön. So, und wieder ab nach Hause. Ab nach Hause. Gut. Jetzt haben wir das auch erledigt. Eieiei. Come on. Bitches. Nee, sorry. Sorry für das Wort. Eieiei, ist das ein Ladebildschirm. Jo. Gut, da ist Erik wieder. Ja, das ist Erik. Gottes Wille. So, was bin ich? Ich bin. So, ja, das kennen wir bereits. Hygiene. Sag mal, hast du denn deine Hausaufgaben erledigt? Ich glaube nicht. Die musst du noch machen. Hausaufgaben gerade erst begonnen und sie spielt schon wieder. Meine Herren Mädchen, du musst doch in der Schule besser werden. Eieiei. So, was ist nun los? Sie macht anscheinend gar nichts. Das heißt, sie kann gleich mal ihrer netten Tochter hier beim Hausaufgaben machen helfen. Berichte ausfüllen, nicht begonnen. Ach du Scheiße, das hat sie noch nicht gemacht. Ja, er pennt schon wieder. Ja, die Energie, okay, Hygiene und Blase, das ist, ja. Ach komm, was ist denn das? So. So, und tschüss. Gut, du machst jetzt auch erstmal Hausaufgaben. Das ist auf jeden Fall mal wichtig. Ach Gott, um den Platz muss ich mich auch noch kümmern. Eieiei, das habe ich ja eigentlich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das machen möchte. Und jetzt habe ich es wieder nicht gemacht. Ach du meine Güte, ey. Was vergesse ich denn heute noch alles? Ich hoffe, ich habe nicht noch irgendwas vergessen zu tun. Ansonsten werde ich das nachholen, sobald es mir einfällt. So. Ja. Ich hoffe, sie ist bald fertig mit den Hausaufgaben. Ja, doch. Perfekt. Gut. Dann nimmst du das mal und platzierst es im Inventar. Und dann würde ich mal sagen, musst du erstmal jäten gehen und dann erstmal bewässern. So. Das Mikos Karenzi von Chilbratza, Spopam. So. Aha, Brenka. Genau, perfekt. Gut. Ihm wird auch noch geholfen. Während sie hier jeden tut und das ganze Ungestrüpp da entfernt. So, und ich weiß, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich mache in der nächsten Folge das ganze Gestrüpp hier, ne? Ja, das habe ich auch gesagt, das mache ich auch gerade.
Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Andernfalls mache ich es erst dann, wenn es mir wieder einfällt. Denn sonst habe ich ein Problem. So. nee, ein Problem habe ich da nicht, aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. So, er geht jetzt mal seine Energie auftanken, indem er schläft. Das ist ganz gut. Gut. Und was macht sie? Wie weit ist sie jetzt? Ja, sie macht immer noch das ganze Gestrüpp hier. Er ist auch schon fertig, sehr schön. Wie sieht es mit seinen ganzen Sachen hier aus? Ja, die Blase muss auf jeden Fall mal gemacht werden. So, perfekt. So, hat er jetzt die Hausaufgaben? Ja, passt. Sehr schön. Und sie? Ja, ihr fehlt auf jeden Fall der Spaß, das ist klar. Gut. Ja. Was macht man denn dann? Schnelle Mahlzeit nehmen, auf jeden Fall mal Joghurt, und du gehst es deine Schwester hier nicht stören, weil die hat genug Arbeit gerade, die kann keine Störung gebrauchen. Gut, das schaut doch schon ganz gut aus. Eieiei, da wird schon gespielt, was das Zeug hält. So, reicht schon, das ist genug Spaß. Siehst du erstmal ein Gericht, dass du jetzt auch wieder zu Kräften kommst. Und dann musst du auch noch aufs Klo. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann ein bisschen weiter mit Gartenarbeit und mit Futtern und keine Ahnung was. Denn im Grunde genommen, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wäre ich sogar schon wieder zu lang. Und ich hoffe, das macht euch nicht so aus. Aber ich glaube, das macht euch generell nicht so aus, wenn die Folgen ein bisschen länger sind. Jedenfalls, es freut mich, dass ihr auch diesmal wieder zugesehen habt. Und es würde mich freuen, wenn... Boah, Entschuldigung. Ich muss schon wieder die ganze Zeit aufstoßen, weil ich gerade vorher was gegessen habe. So. Aber ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play The Sims 4. Und ja, er geht jetzt erstmal schlafen, weil er kann seine... Er kann seine Mutter hier nicht stören, während sie ist. So, und was macht sie denn jetzt? Oh je. Was, what the fuck? Das ist ein Bug. Das ist ein schöner Bug, ey. Sie hat nichts in der Hand. Der Teller ist am Tisch und sie steht mit offener Hand und futtert irgendwie aus ihrer Hand. Naja, keine Ahnung. Gut. Okay, jedenfalls, wie schon gesagt, wir werden auf jeden Fall... was ist jetzt los? Mit Rosine plaudern. Nein, du wirst erstmal was essen. So, okay. Aha. Gut, also wie ich schon gesagt habe, in der nächsten Folge geht es dann auf jeden Fall weiter mit Gartenarbeit und mit Essen und allem drum und dran. Ja, und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, und es hat mich gefreut, dass ihr dieses Mal dabei wart. Also dann, Freunde, macht's gut und bis zur nächsten Folge, und ja, vorher drücke ich noch auf Pause. Ciao, ciao.